Hallo Leute, und da sind wir wieder bei. Ja, wir versuchen es einfach mal so. Mit Murdoch. Moin. Und den üblichen Verdächtigen in TeamSpeak. Jo. Moin. So. Murdoch hatte gesagt, er ist so schnell und nimmt die restlichen Paletten, aber anscheinend, ja, wird da wohl nichts draus. Mal wieder, ne? Ja, wie immer. So. Au. Na, zum Glück ist der LKW ziemlich stabil. Immer warten wir auf den Bildung. Tja, ist nicht das Naja, Schnellste, aber dafür macht das ordentlich. sonst warten wir immer auf euch. Genau. Ach. Der Mistkäfer hat sich das Spiel noch immer nicht gekauft, der ist einfach zu feige. Ja, nur das. Naja, egal. So, nimmst du die letzte oder soll ich? Ich mach Also, du meistens hast da mal nur die eine andere Tour. stehen. Ach du Gucke. Ich Steckst dachte. wohl, du überredest mich heute noch, das Spiel zu kaufen. Nö. Aber ich möchte dich einfach blamieren von den ganzen Leuten, dass du einfach zu faul bist, das Spiel zu kaufen. Ja, das kommt doch am Samstag. Ja, super, da spielt ja keiner mehr, da kommt der Mercy raus. Das ist doch erst nächste Nächste Woche. Woche. Ja, ist ja doch egal. Bis die Leute das Video schauen, ist der Mercy schon längst raus, aber egal. Ja, deshalb. Aber das ist ja nicht schlimm, also Leute, wir nehmen ja ein Vorfeld auf, also macht Ja, euch bei uns nichts ist gerade draus. der 20.11. Genau, also einen Tag nach Release von dem Spiel. Und da nehme ich fleißig mit Murdoch auf, weil wir beide extrem viel Zeit haben und Lust und Laune haben, gerade zu zocken. Genau. Deswegen, ja. Und wir einfach total gelangweilt sind. Genau. Ja. Und es hat sich einfach so ergeben, dass Murdoch gerade da war und das, seitdem haben wir nicht mehr aufgehört zu spielen. Ja, doch, eigentlich. Wir haben lange Pause gemacht. Wahrscheinlich über Ah, eine stimmt, Stunde, oder? Stunde, eine Stunde, ja. Genau, eine Stunde Pause. Also, das ist schon lange. Mittagessen. Ja, Mittagessen hatte ich heute schon. Das habe ich Ja. schon in der Pause gehabt, in Let's Play. Armbrot war das ja eher, ne? Was Mörder gegessen hat. In Let's Play hatte ich schon Mittagspause. So, fahr mal. Bist du bereit? Boah, ich fahr schon. Ich komme schon nach. Greifen wir einfach Ja. mal nach hier. Dann mal Weil ich muss gucken, wie mich ja viel wir noch eh haben. als erstes auf die Baustelle stellen wieder. Nö, da gibt's gar nichts da. Du nicht. Du nicht, mein Freund. Wenn ich Glück habe, ich erhole ihn noch. Du machst hier wieder alles kaputt. Ich fahre einfach so. Haha, du kommst hier nicht rein. Tja, dann wirst du auch nicht abgeladen. Haha. Oh. Bei dir spacken ein bisschen die Paletten rum, schaut bei mir so aus. Also ich muss unbedingt wegen der Steuerung schauen, ob man die Lenkung schnell einstellen kann, ey. Oder gibt es bei dir demnächst eigentlich auch Videos zu sehen? Auf deinem Ja, YouTube-Kanal? mit Sicherheit. Wann bist du eigentlich wieder zu Hause? Oh, das kann dauern. Ah ja, bei Mutti lässt sich besser leben, gell? Ja, so halbwegs, genau. Nee, aber das Oh, ist sicher auch angenehmer. ich liebe es. Machst du mal meine Ladung los, bitte, Ed? Ja, natürlich, ausnahmsweise, was du bist. Ladung lösen. Dankeschön. So, ich werde mal kurz Escape in der Steuerung schauen, ob da irgendwas. Tastenbelegung. Kann man da irgendwie schneller schalten, den ganzen Dreck da? Fahrzeugübersicht F2. Ortsübersicht F3. Das muss ich gleich mal testen, was das ist. F2? Aha, okay, das brauche ich nicht. F3. Ah, Gelände, Baustelle. Ah, da kann ich gleich hin switchen wahrscheinlich. Aha, Meldung am Meldung ist im Spiel beigetreten. Es interessiert doch keinen. Warum auch? Alter, hast du mal die Tastenbelegung angeschaut? Nein. Du kannst die Tastenbelegung für jedes Fahrzeug extra ändern. Krasse Scheiße. Fahrzeugsteuerung. Fahrzeug verlassen, hupen, Hilfe anzeigen. So. Ja, ey, ich hasse es. Ansicht wechseln. Joystick 1, Button 9. Aha. Also, Keine wie gesagt, es lohnt sich, den Murdoch zu abonnieren. Kommen auch bald Videos. Ja. Wir Ja, er wollen hat ja ja schon ein paar drauf, oder?
ein paar Lokomotiv-Videos oder so. Wir wollen ja hier keine Schleichwerbung machen, ne? Keine Schleichwerbung, aber schaut vorbei. Das ist keine Schleichwerbung. Also, Mistkäfer, der hat ja kein YouTube, ne? Doch. Da braucht ihr auch nicht abonnieren. Doch. Ja, ich hab auch YouTube, aber ihr braucht mich nicht abonnieren. Nee, also der Mistkäfer nicht. Gibt's. Der Mistkäfer. Bei mir wird's keine... So, Kontrollempfindlichkeit, Mittel. Fahrverhalten, Simulation oder Arzt oder ausgewogen? Fahrverhalten, machen wir mal Arcade. Was ist ein Arcade? Was ist was? Was? Hä? Arcade? Ja. Fahrverhalten ausgewogen, Arcade oder Simulation? Bist das nicht du, die Arcade? Keine Ahnung, als ob ich mich auskenne. Soll ich das mal googeln? Ja, google mal Fahrverhalten Arcade. Werdung, wir machen bald mehr Minus, das sind Plus und Los, Materialkosten. 31.000. Ich beeile mich doch. Was haben wir hier? Haben wir Sand zu fahren? Containertransport, den können wir auch machen, ist der auch weg. Aber den kann ich nicht annehmen, gell? Nee. Arcade oder Al. ARC, Arcade. ARC. Ach du Scheiße. Ich hab's jetzt einfach mal eingestellt. Mal gucken, ob das sich was ändert. Einfach machen. Ja, die Lenkung geht schon um einige schneller, ja. Das passt. Das ist schon mal gut, wenn es um einige schneller geht. Also, ich will hier keine Schleichwerbung machen, aber alles, was ich hier aufrufe. Ah, nee, das ist so hier. Bist du leer. Sehr gut, dann müssen wir eh wegfahren, da mal ein bisschen. Oh. Das sind Skier. Alter, die Beschleunigung alleine ist schon ganz arg, wenn du Arcade rein tust. Mach den Bereich frei. Der AA, das ist sowas wie. Also AA ist so was wie. Was ist, wenn ich Standard reinmache einmal? Ausgewogen. Wie schaut das aus? Von Lenkbewegung her? Ja, okay, ist auch nicht so schlecht. Lass mal auch mal drin. Das machen wir mal. So, mach die Baustelle frei und dann geht's los. Dann haben wir sie, glaube ich, abgeschlossen, oder müssen wir da noch was machen? Das weiß ich noch nicht, Edge. Das werden wir gleich sehen. Aufträge, aktive Ach, Aufträge. Ed, das musst du doch selber wissen. Dann haben wir fertig, ja. Wenn du wegfährst. Zack, abgeschlossen. 36.000. Yippie. Spitze. Schau, wie schön das Haus geworden ist, nur wegen uns. Dachte mir nicht. So, abgeschlossen. Gut. Ja, dann fahren wir mal nach Hause. Ja. Wo ist denn das? Gleich hier rechts, gell? Rechts. Rechts. Gleich hier rechts. Und wird das schön gefährt? Wir haben schon wieder 131.000, da können wir uns bald wieder ein Gefährt leisten. Hans, wo bist du denn? Hans! Hansi! Wie ist das eigentlich, Ed? Kann man unseren kleinen Bagger auch hier auch drauf laden? Nein. Nur auf dem Hänger. Schade. Aufträge. Ausbau in Einfamilienhaus, das wäre ja was, oder? Das will man ja machen. Er ist aber eine Mutz auf. Na, das kennen wir ja schon. Transportieren Sie 4 Kubik Kies. Erde vom Kieswerk. Ein Schottercontainer. Ja, das kennen wir ja schon. Nehmen wir das nochmal. Das hatten wir schon mal. Können wir auch machen. 32.000. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir eins nach dem anderen machen, gell? Das heißt. Bagger. Ich häng den Bagger an. Der Hänger, du nimmst den Bagger. Jo, sitzt drin. Hat den Bagger nicht dorthin gestellt. Das klappt doch wieder nicht. Was? Das Aufladen vom Bagger. Na doch. Ah. Ich hab den noch nie hingekriegt. Also.
Arcade ist ein Spielmodus in Computerspielen, die sich vom normalen Spielmodus durch schnelles, geschicklichkeitsbetontes Gameplay unterscheiden. Im Arcade-Modus geht es rein um den Spielspaß, ohne Rücksichtnahme auf Hintergrundgeschichte oder andere Elemente wie Rätsel lösen oder die wirklichkeitsgetreue Fahrphysik bei Rennspielen. Okay, gut. Also ohne... ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. So, so wie das ja genau ausfahren. So, jetzt müsst ihr drauf fahren können. So, du fährst wieder mit den Containern nach. Erstmal fahr gerade rauf. Das wäre schon ein guter Anfang gewesen. Ja, das ist die blöde Lenkung hier wieder. Naja, es sind einfach nur zwei Tasten, A und D. Nee. Ja. A und D oder Q und E müsste sein, oder? So viel ich nur in Erinnerung habe. Q und E und A und D rückwärts. Nee. Ja, habe ich ja gesagt. Ja, boah, diese blöde Kante. Ah, Mensch. Mensch, Meier. Ui. Oh, Mensch. Jetzt gerade. Rechts ein bisschen mehr. So, ja, guter Mann. Meine Güte! Jetzt bin ich vernünftig draufgefahren und er gibt noch Gas, wo ich loslasse. Das kommt nicht so an! Oh ja. Ach, Murdoch, das ist immer so. Das ist doch normal. Was ist das du da? Der wird einfach hintere Schrauben wieder, oder was? Ich kann nicht wegfahren, weil du drin sitzt im Bagger. Ja, Moment. Oh je. Hat den Bagger schon mal zurückgesetzt? Warten wir mal versuchen. Ja, das geht also. Wir machen das gleich mal anders, Ed. Ich denke, ich drück gleich die Taste zum Zurücksetzen und ich fährst mal vor. So. Sie müssen erst die Stützfüße einfahren, dann machen wir mal. Bin frei. Ja. So. Ich muss mal die Stütze wieder ausfahren hinten. Das ist immer. Aufladen und so dauert bei uns immer ein bisschen länger. Nach Bemerkung. Wahrscheinlich hängt das aber wohl mit dem Internet zusammen ein bisschen. Schätze ich mal. Schätze ich auch. Weil du kommst auch meistens ruckelnd ein bisschen rüber. Natürlich auch dein schlechtes Fahrverhalten ist ausschlaggebend, aber... Stopp! Ich hab kein Gas mehr gegeben! Bei mir gibst du noch immer Gas. Ja, Murdoch ist halt nicht der Beste. Aber es lohnt sich trotzdem. Ja. Eindeutig. Ja, der kann Murdoch aber nichts führen. Bei mir fährst du die ganze Zeit nur hinterisch. Ja, ich geb da noch nicht beim Backgas. Klemmt deine Taste oder was? Was ist denn los? Klemmt deine Taste oder was? Ja, ist das so? Der fährt die ganze Zeit nur hinterisch bei mir. Was macht denn jetzt? Ach du Kack. Das kann nicht gut gehen, Murdoch. Wage es nicht.
Nein! Ich sehe 15 Minuten! Mit dem Chaos geht's dann morgen weiter. Genau, macht's gut, Leute, bis dahin, tschüss! Tschüss! Tschüss!